Konnichiwa Leute, was geht ab? Ich bin's Kaido Akai und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich euch den zweiten Teil eines wunderbaren Podcasts präsentieren darf. Ich bin nicht alleine. Ich habe einen der krassesten Detektiv Conan Theoretiker Deutschlands hier in meinem Video. Und ich würde sagen, stell dich mal kurz vor, du bist ja auf jeden Fall kein Unbekannter. Ja, ich bin der Max, aber das Lob, das du ja gerade ausgesprochen hast, das muss ich auf jeden Fall beiseite weisen. Das kann ich in der Form auf jeden Fall nicht annehmen, Alter. Wir sind jetzt, wie Alex gerade schon gesagt hat, hier jetzt beim zweiten Teil dieses Podcasts angekommen. Ja, letzte Woche haben wir ja schon sozusagen den ersten Teil davon besprochen. Nochmal kurz zusammengefasst, es ging so ein bisschen um den Koji Haneda-Fall und die Dying Message halt Karasuma. Ja. Wir haben besprochen, wie die überhaupt da reingeraten ist in diesen Fall und warum sie sozusagen auch nicht wirklich aus dem Fall herausgeraten ist. Wie das überhaupt alles zustande kam. Das, wenn ihr da nochmal einen genauen Überblick halt drüber haben wollt, solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal den Podcast anhören. Grob zusammengefasst sind wir in dieser Theorie halt auf den Punkt gekommen, dass diese Dying Message sozusagen über die Miyanos, dann über Tsutomu, über Koji, dann halt in diesen Fall hineingeraten ist. Und heute werden wir uns jetzt ein bisschen dann mal damit beschäftigen, ob das Ganze vielleicht Konsequenzen für die Miyanos hatte. Denn wir wissen ja, in der Vergangenheit von Detektiv Conan gab es ja in diesem Zeitraum des Koji jedenfalls ein weiteres Ereignis, zu dem wir Informationen haben, nämlich eben dieser Tod der Miyanos, ja, dieser sogenannte Unfall, Brandunfall. Und darauf kommen wir heute mal zu sprechen und werden das Ganze halt auch in zwei Blickwinkeln beleuchten. So. Ja, wunderbare Ansage. Und vorweg möchte ich auch mal sagen, dass dieser Podcast, beziehungsweise diese Idee zum Podcast, auch nochmal auf anteiligen Sachen von an der Stelle möchte ich nochmal kurz sagen, dass ein wunderbarer Punkt von Seth, aka Basti, gesagt wurde. Der hat uns so ein bisschen nochmal den Anreiz gegeben, diese Idee näher zu beleuchten. Max hat dann auch noch einen wunderbaren Punkt, um das Ganze fortzusetzen. Und in diesem Podcast ist quasi zwei Sachen. Es läuft heute nicht. Du hast zu wenig geschlafen, Alex. Warte. An der Stelle möchte ich auch nochmal schön Seth, aka, ich sag nur Seth. An der Stelle möchte ich nochmal Seth grüßen, der auf jeden Fall eine wunderbare Idee zu diesem Podcast hat. Diese bauen wir auf jeden Fall auch da ein. Und ich würde sagen, wie Max schon gesagt hat, stürzen wir uns auf den Miyano-Fall. Ja, das ist quasi das Abbrennen des Büros, der Forschungsabteilung, wo ja Elena und Tatsuchi, die Eltern von Ai Haibara, aka Shio Miyano, gestorben sind. Und das Interessante bei diesem Podcast ist, dass es sozusagen zwei Teiltheorien gibt. Denn es gibt unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Wirkweisen, unterschiedliche Blickwinkel. Und diese Blickwinkel richten sich ganz besonders auf die Reihenfolge, die Anordnung dieser zwei Ereignisse ein. Und zwar, was kam zuerst? Kam als erstes der Unfall, der Selbstmord, so bezeichnen wir es zumindest, da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, der Miyanos, oder kam zuerst der Koji Haneda-Fall von vor 17 Jahren? Und wir starten, mit was starten wir als erstes? Ich würde sagen, da wir in Teil 1 diesen Koji Haneda-Fall schon angesprochen haben, fangen wir erstmal damit an, dass der Unfall der Miyanos sozusagen danach stattgefunden hat. Oder würde ich sagen, das macht dann mehr Sinn, wenn man das Ganze so in einem durchhört, so, dass wir dann direkt darauf aufbauen können, genau, wenn du nichts dagegen hast. Genau, dann fangen wir damit an. Wir werden euch auf jeden Fall ein paar Vor- und Nachteile, Argumente, die dafür, die dagegen sprechen, sagen. Und ich würde mal sagen, lasst uns anfangen. So, also wir sind jetzt sozusagen an dem Punkt angekommen, dass dieser Koji Haneda-Fall passiert ist. Ja, die Dying Message Karasuma ist vorhanden in diesem Fall. Und höchstwahrscheinlich wird die Organisation auf jeden Fall auch Wind davon bekommen haben, von dieser Dying Message. Denn ansonsten hätten sie ja auf jeden Fall auch heutzutage nicht dieses Interesse an diesem Fall. Erinnert euch alle an diese peniblen Reaktionen, allein auf den Namen Koji Haneda. Als dieser eine Geisterbeschwörer, meine ich, da auch meinte, dass er irgendwie den Fall von Koji Haneda aufdecken wollen wird, war die Organisation ja auch sehr direkt interessiert. Da hatten wir auch ja dann diese legendäre Szene, sage ich mal, von Jin auch im Auto, diesem, es ist wie einem Teufel in der Dunkelheit zu begegnen. Ja. Ne, wisst ihr, also die Organisation ist auf jeden Fall immer noch da dran. Heißt also, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie diese Dying Message höchstwahrscheinlich auch verstanden haben. Und dann stellt sich natürlich für die Organisation halt auch in der Hinsicht die Frage, wie kommt es dazu, dass diese Dying Message da zustande gekommen ist? Und hier wurde dann höchstwahrscheinlich natürlich auch nach dem Informationsleck gesucht, ja, also wie diese Information sozusagen nach außen gelangt ist.
Und gerade in der Verbindung zu Koji Haneda, wie gesagt, wir hatten diese Verbindung von den Akais und den Mianos ja schon im letzten Podcast erklärt, bleibt dann natürlich dann der Gedanke nicht so weit in der Ferne, dass sie auch im Endeffekt dann die Mianos ausgemacht haben, eben als dieses Informationsleck, wodurch sie dann halt auch handeln mussten und die Mianos sozusagen in ihren Augen auch sterben mussten, obwohl das natürlich für die Organisation an sich scheiße ist, dass sie sterben, weil sie sind ja enorm wichtig für die Organisation, weil dieses Projekt, ja, dieses Silver Bullet Projekt für Karasuma persönlich natürlich auch einen enormen Stellenwert hat und die gute Shio sollte ja nicht umsonst noch in der Organisation bleiben und dieses Projekt zu Ende führen. Allerdings gehen wir halt, Alex, halt davon aus, dass dieser ganze Unfall dort eher eine Art Selbstmordakt war, der Mianos, weil es halt von der Organisation ja keinen Sinn machen würde, dieses Forschungslabor halt mit noch in die Luft zu sprengen, wenn es nur darum geht, diese Ratten, ja, der Organisation auszuschalten, nämlich eben Elena und Atsushi. Ja, und was ich noch mal kurz nochmal einbinden möchte, um euch nochmal die Tragweite, was Max ja schon mal angesprochen hat, von diesem Fall von vor 17 Jahren und die Gefahr der Organisation, die daraus entgangen ist, weil wir wissen ja, die Organisation arbeitet eigentlich immer sehr, sehr konsequent und ist sehr, sehr guter Dinge und eigentlich auch zu 100% effizient, wenn es darum geht, Beweise zu vernichten. Und ich glaube, wir sind uns beide sehr, sehr einig, dass bei diesem Koji-Haneda-Fall stark geschlammt wurde, oder? Also es Auf gab jeden ja auf jeden Fall die Dying Message. Message. Und kannst du dich vielleicht noch daran erinnern an die Anime-Folge Die Bühne des Verrats? Das war Band 90, Kapitel 954-957. Und dort ging es ja auch um einen Sänger. Und dort wurde der Name Asaka gedroppt. Und Genau. nur dieser Name hat ausgereicht, dass quasi Wermut und Amuro bzw. Bourbon angesetzt wurden, einfach sich das Ganze anzugucken, weil sie halt Angst hatten und genau diese Tragweite von diesem Begriff wussten. Denn Asaka, wissen wir ja auch, ist ja der Bodyguard von Amanda Hughes gewesen, der ja auch damals vor Ort war im Fall von vor 17 Jahren. Das war's. Ich wollte es nur mal kurz ein bisschen reinschieben. Genau, und wie an diese Argumentation, die Alex ja gerade auch schon geliefert hat, können wir auf jeden Fall auch davon ausgehen, dass halt dieser Fall auch schon damals halt für große Wellen sozusagen gesorgt hat innerhalb der Organisation. Und deshalb nehmen wir halt sozusagen in diesem ersten Teil der Theorie halt an, dass die Mianos sozusagen eliminiert werden mussten von der Organisation, weil sie halt eben dieses Informationsleck waren, halt eben Ratten. Ihr kennt das ja alle auch, die Organisation ist Ratten wirklich sehr, sehr schlecht gegenüber eingestellt. Also die merzen die ja wirklich aus wie sonst nichts. Allein die Filme sollten da ja auf jeden Fall ja Argumentationsgrundlage genug sein. Und wie gesagt, deshalb gehen wir halt davon aus, dass die Mianos sozusagen hier gestorben sind, beziehungsweise sie hätten eigentlich eliminiert werden sollen, doch die Mianos haben höchstwahrscheinlich auch Wind dann davon bekommen, dass es sozusagen für sie zu Ende geht. Beispiel dafür oder beziehungsweise ein Beweis dafür ist ja auch dieser Abschied von Elena an Amuro. Hattest du das Kapitel gerade noch offen, Alex, oder hast du es schon wieder? Nee, ich suche es gerade raus, aber um die Zeit Okay. mal zu überbrücken, das Schöne dabei ist, das kannst du vielleicht auch nochmal kurz aufgreifen. Wir sind ja einmal davon ausgegangen, im Koji-Haneda-Fall, diese Dying Message, Put no Mascara, Karasuma, dass es auf Renya Karasuma bezogen ist. Aber du hattest ja eigentlich gesagt, einen wunderbaren Punkt angebracht, der ja eigentlich nicht damit in Verbindung gebracht wird, sondern überhaupt die Verbindung zu Elena und Tatsushi bildet. Willst du das nochmal kurz ansprechen? Genau. Ja, und zwar, viele sind ja immer davon ausgegangen, dass sie sich diese Dying Message halt auf Renya Karasuma bezieht. Das hat ja auch Yusaku Kudo so geschlussfolgert im Endeffekt. Allerdings, wie wir ja in Teil 1 sozusagen auch schon herauskristallisiert haben, könnte es, beziehungsweise finde ich persönlich das sogar wahrscheinlicher, dass sich dieses Karasuma halt eben nicht auf die Person Renya Karasuma bezieht, sondern eben auf die Finanzgruppe, die Karasuma-Finanzgruppe, weil halt eben hier die Verbindung zu den Mianos halt auf jeden Fall die Brücke sozusagen geschlagen wird, dass diese Information halt über die Mianos zu Tomoaka und dann halt eben über Koji in diesen Fall halt sozusagen gelangt ist, dass im Endeffekt diese Karasuma-Gruppe gemeint war. Und wie gesagt, um jetzt auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen, den ich eben angesprochen habe, die Mianos werden, wie gesagt, halt Wind davon bekommen haben, dass es für sie zu Ende geht. Dieser Abschied von Amuro, wo wir dieses Gespräch hatten und natürlich halt auch diese Kassette, die ja auch noch Elena für Shio angefertigt hat. Das sind ja auch auf jeden Fall beides solche Belege, sage ich mal, dass die beiden auf jeden Fall halt auch wussten, dass es für sie zu Ende geht, weshalb sie sich halt auch dann dazu entschieden haben, das Labor mit sich zu nehmen, weil sie hatten ja selber persönlich erkannt, dass diese Forschung eine wirkliche Grausamkeit ist. Das hat mir auch im letzten Podcast nochmal rauskristallisiert. Und sie wollten ja sozusagen dann das Ganze halt auch verhindern und haben sich halt deshalb höchstwahrscheinlich selber mit ihren ganzen Forschungsergebnissen und Daten halt in die Luft gesprengt, um halt so diesem ganzen Ding halt ein Ende zu setzen. Ja,
Und du hast mich ja wunderbar darum gebeten. Und dieser Abschied nämlich von Elena und Amuro, da können wir auch nochmal kurz eingreifen, das war Kapitel 889. Dort hatte Amuro, also Bourbon, so eine Art Flashback. Da hat er sich nochmal an Gespräche mit Elena, also mit der Mutter von Ahelber, erinnert. Und Amuro, wir wissen ja noch gar nicht so viel über seine Vergangenheit. Auf jeden Fall wissen wir, dass Elena so gesagt seine Mutter war, beziehungsweise hat sie sich immer um ihn wie ein, wie eine Mutter gekümmert, ja? Ziehsohn war ja so ein bisschen für sie. Genau, also so ein Ziehsohn, und er hat sich immer oft verletzt, und der Abschied sah halt so aus, dass Elena zu ihm gesagt hat, pass bitte auf, denn ich werde nicht immer da sein oder ich werde bald nicht mehr da sein, um dich dann zu versorgen, zu verarzten. Und das ist eine schöne Sache, denn wie Max ja auch schon gesagt hat, diese Karasuma-Gruppe ist ja letztendlich der, ich sag mal, der Ursprung der schwarzen Organisation. Mhm. Das war ja auch damals die Gruppe, die, ich sag mal, die Forschungsabteilung Atsushi ganz besonders natürlich finanziert hat. Und ja, das ist auf jeden Fall ein wunderbarer Punkt. Und ich würde sagen, was auch nochmal wichtig ist, ist der Projektname des Forschungsprojektes. Möchtest du nochmal kurz drauf was sagen? Ja, ich würde sagen, wir bauen das jetzt ganz mal noch ein bisschen auf in diesem Silver Bullet Projektnamen, denn ich würde jetzt hier erstmal, ich glaube, das ist vom Sinn ein bisschen besser, wenn wir jetzt hier erstmal anbauen, dieser Gedanke vom guten Sebastian. Ja, auf jeden Fall hier nochmal Hack, Grüße gehen raus an dich. Kuss aufs Auge. Kuss aufs Auge, ja. Und zwar, das ist eigentlich auch nochmal eine ganz gute Brücke halt nochmal zum Teil 1 dieses Podcasts. Und zwar wissen wir ja sozusagen als einziger, der jetzt dann neben dem Mianos noch übrig geblieben ist, der diese Dying Message Karasuma halt kennt, ist ja Tsutomu Arkai, der ja sozusagen für die Mianos die versucht hat, aus der ganzen nochmal rauszuholen. Weshalb man jetzt auch hier dann natürlich annehmen kann, dass er vielleicht halt auch vor Ort war, um halt eben die Mianos sozusagen aus diesem Brand zu retten, beziehungsweise um sie halt generell zu retten. Und hier hat der gute Sebastian also wirklich eine hammermäßige Theorie, also so einen hammermäßigen Gedankengang rausgehauen. Und zwar mach es, feier ich. Geht er nämlich davon aus, dass es sich bei Tsutomu Arkai halt um den guten Kuro da handelt. Und mit diesem Vorfall, also diesem Unfall, diesem Selbstmord der Mianos, verbindet er sozusagen Kuroda eben aufgrund seiner Brandnarbe, die ja Kuroda im Gesicht hat. Wir kennen ihn ja, wenn man ihn sich anguckt, seine rechte Gesichtshälfte, genau, ja. Ist eine komplette Brandwunde. Und hier hat halt Sebastian den Gedankengang, dass er sozusagen versucht hat, die Mianos zu retten, ist ihm allerdings natürlich nicht gelungen ist bei diesem Labor, weil es halt eben ja dazu kam, dass die beiden auf jeden Fall gestorben sind. Er allerdings halt dann daraufhin diese Brandwunde erhalten hat im Gesicht und vielleicht auch deswegen, also wegen diesem Vorfall, halt dann sozusagen ins Koma gefallen ist, beziehungsweise halt dann diese Amnesie auch hatte. Denn wir haben ja, wir erfahren ja später noch im Verlauf von Detective Conan im ersten Fall, in dem Kuroda auftritt, dass er ja 10 Jahre lang im Koma lag. Wir wissen halt nicht, wann dieser 10-Jahres-Zeitraum war. Ja. Das heißt, es kann auf jeden Fall auch schon jetzt vor eben ungefähr 17 Jahren passiert sein, dass er ins Koma gefallen ist. Und was wir ganz wichtig, was wir da erfahren, ist, dass er sich, nachdem er aufgewacht ist, halt über einzelne Erinnerung halt, dass er die halt nicht mehr so hat, dass er sozusagen eine Art Amnesie hatte, sich nicht mehr an alles erinnern kann. Und das Ganze könnte halt hier dieser Theorie gut in die Karten spielen, dass er ja vielleicht sich halt nicht mehr an diese Dying Message so wirklich erinnern kann, weil er halt, wie gesagt, diese Amnesie, weil er halt eben diese Amnesie erlitten hat, eben durch diesen Fall. Und das Ganze würde halt auch so ein bisschen erklären, warum Kuro da so ein bisschen gerade drauf und dran ist, halt sich wieder seine Erinnerung zurückzuerlangen, halt auch so ein bisschen an Rumi Wakasa ran ist, wo ja viele Leute annehmen, dass es sich bei ihr eben um Asaka handelt, um halt wieder seine Erinnerungen von damals wieder zu erlangen, halt diese Amnesie sozusagen entgegenzuwirken, um halt so im Endeffekt das komplette Gesamtkonstrukt wieder vor Augen zu haben und halt die Organisation an sich dann halt eben zugrunde zu bringen. Ja. Und hier ist jetzt, denke ich mal, der perfekte Punkt, auf den du halt zu sprechen kommen wolltest, Alex, mit dem Projekt. Ich muss jetzt aber nochmal kurz was dahinter schieben, einfach. Hak ein. Genau. Und zwar das, was Max erwähnt habe, hier nochmal ein paar Belege reinzubringen, das war Kapitel 914, denn dort war quasi der Einführungsfall von Hiroe Kuroda. Und dort hat es nämlich Yui gesagt, ja, also wer nachlesen will, Kapitel 914, dass er dort halt eine Verletzung hatte, im Koma lag und, wie Max gesagt hat, eine Amnesie. Davon sind wir bis jetzt in keiner Theorie davon ausgegangen, was aber sehr, sehr geil ist. Und Max hat ja auch nochmal gesagt, dass immer bei einer Amnesie ist es halt so, dass deine Erinnerungen sehr, sehr lückenhaft sind. Ja, genau. Du brauchst quasi immer einen Denkanstoß und dieser Denkanstoß ist meistens dann gegeben, wenn du halt irgendwas Vertrautes von diesem traumatischen Ereignis quasi wieder siehst. Mhm. Was er auch gesagt hat, ist ja diese Begegnung mit Rumi Wakasa. Wenn wir zum Beispiel die Episode 897 angucken, beziehungsweise Kapitel 980, dort gab es ja diesen Fall der Detective Boys mit Rumi Wakasa, wo sie, ich sag mal, den Angreifer mit einer wunderbaren MMA-Kombination zugrunde gerichtet hat. Und das war ja auch ein Zeitungsbericht.
Und dort hat sich Hiyori Kuroda das Ganze nochmal genau angeguckt. Zumal wir auch wissen, dass Kuroda und Rumi Wakase sich auch mal face-to-face gegenüberstanden. Das genau. war der Zeltfall, Episode 910, 909, Kapitel 987 bis 989 im Band 93, wer das gerne nachlesen möchte. Und was ist da uns ganz genau aufgefallen, wenn sich die beiden angeguckt haben? Ja, auch anhand der Reaktion halt von Rumi auf Kuroda, die wir halt eben in diesem Zeltfall erhalten, kann man auf jeden Fall schließen, dass die beiden sich auf jeden Fall schon mal vorher begegnet sind. Denn wir hatten das ja auch schon letztens in diesem Fall mit diesem Geruch von dem Blut, wo sich Rumi, wo Rumi dann ja an diese Angststarre verfallen ist und sich halt an Koji Haneda zurückerinnert hat. Und eben genau diese Angststarre erhalten halt auch eben in diesem Zeltfall, wo sie halt eben Kuroda sieht. Weswegen man hier auf jeden Fall nochmal genau drauf schießen kann, dass die beiden sich auf jeden Fall damals begegnet sind. Das nochmal so als kleiner Zusatz zu deiner Kapitelvorlage gerade, Alex. Danke. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, den musst du aber bitte weiterführen. Und zwar mit dem Forschungsprojekt, was du angesprochen hast. Du hattest ja mal den Begriff Silver Bullet gesagt, das war jetzt der Übergang, war. Mhm. Und ja, schieß mal los. Genau, und zwar der Begriff Silver Bullet, der sollte euch ja hoffentlich allen geläufig sein, wer sich mit Detective Conan auseinandersetzt, beziehungsweise sich die Episoden oder die Kapitel halt angeschaut hat. Und zwar haben wir es ja so, dass der Name Silver Bullet bis jetzt dreimal sozusagen erwähnt wurde. Ja. Zum einen wird Conan als sogenanntes Silver Bullet bezeichnet und auch eben Shuichi Akai, ja, also Conan halt eher nur von Wermut und Shuichi Akai halt auch vor allem von der Organisation und vom Boss höchstpersönlich. Ja. Als Silver Bullet werden sie sozusagen bezeichnet, weil sie sozusagen beschrieben werden, dass sie mit einem Schlag die Organisation halt vernichten können. Also der das Handwerk legen können. Und der weitere Punkt, wo halt Silver Bullet bis jetzt erwähnt wurde, war halt eben dieses Projekt von den Mianos halt, diese Traumdroge, dass halt eben dieser Vorläufer des Apoptoxins sozusagen als ja. Silver Bullet bezeichnet wurde. Und hier können wir jetzt ein bisschen diese Brücke wieder schlagen, wie es überhaupt zustande kam, dass der Boss, also Anokata, er hat ja wirklich Angst vor Shuichi Akai, er hat fürchtet ihn, dass er jetzt dieses Silver Bullet werden könnte, wie das überhaupt zustande kam. Denn der einzig Überlebende, der ja nach diesem Koji Haneda-Fall, nach dieser Theorie, die Identität von Karasuma sozusagen kennt, ist ja eben Tsutomu Akai. Und hier könnte es halt eben sein, wenn die Organisation halt das sozusagen auch weiß und davon Wind bekommen hat, dass halt eben der Name Silver Bullet eben mit dem Nachnamen Akai verbunden wird. Mhm. Und dass Karasuma halt deswegen so sehr Angst hat vor Shuichi Akai, weil er der Sohn von eben Tsutomu ist. Und der könnte ja sozusagen halt auch Informationen von Tsutomu bezüglich der Dying Message bekommen haben, beziehungsweise auch dessen Werk sozusagen vollenden. Weil auch für die Organisation ist es ja nach jetzigem Stand so, dass Tsutomu Akai als verschollen gilt, beziehungsweise halt viele auch davon ausgehen, dass er halt auch tot ist. Ja. Und dass halt deswegen eben Karasuma Shuichi Akai eben so sehr fürchtet, weil er eben dieses Vermächtnis vielleicht halt eben von Tsutomu zu Ende bringen kann, eben als Silver Bullet. So, damit wäre jetzt dieser erste Teil der Theorie, also dieser erste Blickwinkel auf das Ganze auf jeden Fall abgeschlossen. Nochmal kurz für euch zusammengefasst, kurz und knackig. Dieser erste Teil geht also sozusagen davon aus, dass der Koji Haneda-Fall vor dem Unfall der Mianos passiert ist und dass eben die Folgen des Koji Haneda-Falls dazu gesorgt haben, dass die Mianos eben sterben mussten, beziehungsweise halt sich selber getötet haben, um halt diese Forschungsergebnisse mit sich zu reißen, mit halt eben diesem kleinen Zusatz von Sebastian, Kuss auf dein Auge, dass halt eben es sich bei Tsutomu Akai um Kuroda handelt, der halt eben aufgrund dieses Unfalls der Mianos seine Brandwunde erhalten hat und dadurch halt eben auch die Amnesie, die sich ja bis heute hin noch zieht. Das wäre sozusagen dieser erste Teil nochmal zusammengefasst. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt auch direkt an den Bogen schlagen zum zweiten Teil, wo du ja eben auch schon am Anfang erwähnt hattest, Alex, dass dann sich die Reihenfolge ändert, ja. Nämlich dass sozusagen diese ganze Geschichte mit der Mianos vor dem Koji Haneda-Fall stattfand, denn hierfür gibt es auf jeden Fall auch einige Argumente. Möchtest du da jetzt, du bist schon ganz alt, oder soll ich das jetzt? An der Stelle möchte ich nur mal kurz sagen, dass die Assoziation mit der Brandnahme von Kuroda und dem kleinen Hint im Manga mit der Amnesie richtig geil verpackt wurde von Seth und Max, ja. Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus, Max. Auf jeden Fall Kuss auf dein Auge. Mhm. Krasse Sache. Kuss auf dein Auge, Alter. Und jetzt drehen wir das Ganze mal, ja, und dafür gibt es auch wunderbare Beweise. Das heißt, der Mianos-Fall, der Brand, ist quasi vor dem Koji Haneda-Fall passiert. Und dafür gibt es auf jeden Fall auch eine krasse Beweislage. Und zwar müssen wir davon ausgehen, dass die Brandnarbe von Kuroda, die ist ja unverändert. Das heißt,
Die Mianos hatten geplant, sich umzubringen, ja, die ganzen Forschungsergebnisse zu zerstören, weil sie erkannt haben, dass, obwohl sie ihre Hoffnung da reingelegt haben, sie das Gefühl hatten, dass der eigentliche Zweck der Forschung zweckentfremdet wird und diese Errungenschaft dieser Forschung, diese Substanz der Vorgänger, der Vorläufer des Apoptoxins 4869, nicht zu guten Zwecken bzw. sogar zu bösen Zwecken genutzt werden könnte. Also, Peng, haben sie sich probiert umzubringen. Kuroda hat dann probiert, also für uns in diesem Beispiel ist es ja Tsutomu Arkai. Und jetzt kommt nochmal ein Punkt, den ich vorhin anbringen wollte. Und zwar vielleicht nochmal als Motiv, ja, warum er denn helfen wollte. Wir wissen ja generell, gibt es ja irgendwie so Anbandlungen zwischen allen. Aber es gibt auch einen personellen Hintergrund. Denn wir wissen ja, Tsutomu ist ja mit Mary verheiratet, ja, diese Geschichte werden wir leider niemals zu sehen kriegen. Das hat Gosche auch im STB Black bestätigt. Und jetzt wissen wir auch, dass Mary die Schwester von Elena ist. Und es könnte ja sein, unabhängig von dem, was vorgefallen ist, dass Mary involviert war und zwangsläufig ihren Ehemann darum gebeten hat, etwas zu tun, beziehungsweise die Schwester von dem Selbstmord abzuhalten. Einfach nochmal so ein Gedanke, den ich jetzt nochmal einbringen möchte. Auf jeden Fall gehen wir nochmal kurz zurück zu dem Zeltfall. Ich denke mal, durch diesen Zeltfall können wir nochmal einiges vom Koji Aneda-Fall sehen und wissen. Wir hatten ja diese Begegnung von Hiyoe, Kuroda und Rumi Wakasa. Und Rumi Wakasa hat, wie Max ja gesagt hat, immer wenn sie irgendetwas aus der Vergangenheit sieht, ganz besonders in diesem traumatischen Zusammenhang mit dem Koji Aneda-Fall von vor damals, wir hatten ja auch Flashbacks in den letzten Kapiteln, im letzten Fall, wo sie dann quasi mehr oder weniger daneben stand, gehört hat, wie Koji Haneda sich mit einer Person unterhalten hat. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wenn wir also davon ausgehen, dass Kuroda die Brandnarbe damals schon hatte, und jetzt mit der Brandnahme zu diesem Fall von vor 17 Jahren, zu diesem Koji Aneda-Fall anwesend war und jetzt nochmal dann gesehen hat. Das heißt also, er hatte zum Zeitpunkt des Koji Aneda-Falls die Brandnahme. Rumi Wakasa war in einer Art und Weise involviert. Ob sie jetzt Asaka war, der Bodyguard von den Mender Hughes, oder in irgendeiner anderen Weise, spielt jetzt auf jeden Fall keine Rolle. Wir wissen aber zu 100%, dass sie da war. Das heißt also, sie hat Kuroda mit der Brandnarbe gesehen. Und seit damals, zum heutigen Zeitpunkt, zu dem Zeltfall, ist ja viel Zeit vergangen, aber die Brandnarbe war schon da. Also hat sie anhand von diesem gestörten Gesichtsausdruck, scheint es ja auf jeden Fall eine Verbindung gegeben zu haben. Das heißt also, Rumi Wakasa muss zwangsläufig in der Vergangenheit schon mal auf Hiyoe Kuroda getroffen sein. Und der einzige Punkt, wo das eigentlich bis dato anhand von allen Informationen belegen, die wir gesammelt haben, sein könnte, war der Koji Haneda-Fall von vor 17 Jahren. Das heißt also, das ist der ultimative Beweis in dieser Theorie, die wir gerade jetzt hier aufstellen, dass sie sich gekannt haben. Und der einzige Punkt ist der Koji Haneda-Fall. Genau, und was das Ganze auch nochmal ein bisschen weiter unterstreicht, ein kleineres Argument, aber was halt auch dazu passt, ist nämlich die Argumentationsgrundlage, warum die Mianos im Endeffekt sterben mussten, beziehungsweise halt auch selbst mal begangen haben, ist eigentlich die gleiche, denn dass die Organisation sozusagen auch ein bisschen davon Wind bekommen hat, dass die auf jeden Fall Ratten sein könnten, ja, also dass ja Informationen nach außen gelangen könnten. Oder dass sie halt eben aufgrund dieses Selbstmords sozusagen, weil es war ja auch, ist ja sozusagen auch dann wie eine Art Verrat gewesen an die Organisation, halt auch ein bisschen an der rundherum ermittelt haben. Und hier könnte es halt dann sein, dass eben aufgrund dessen, dass halt die Mianos vorher gestorben sind, halt eben rum darauf angesetzt wurde, halt möglichst weit diese Informationen, die die Mianos halt weitergegeben hat, halt wieder zunichte zu machen. Eben Koji Haneda zu töten oder halt eben auch Tsutomu Arkai zu töten, die ja eben mit den Mianos auf jeden Fall da in der Verbindung standen, sozusagen auch für die ermittelt haben, die versucht haben, da rauszuholen. Und ich denke mal, es ist auch, wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen der Organisation, darauf Schlüsse zu ziehen, mit wem die Mianos hier kooperiert haben, beziehungsweise wer eben für sie am Ermitteln ist. Hm. Und das könnte halt eben erklären, warum eben genau Rum, als auch noch Nummer zwei der Organisation. Rum ist ja wirklich jemand, der wird halt, wenn nur dahin geschickt, wenn wirklich, also wenn es richtig hart am Dampfen ist, ihr wisst Bescheid, also dann wird Rum dahin geschickt. Und das würde halt das Ganze ja auch nochmal argumentativ unterstreichen, dass er eben dafür dahin geschickt wurde, um halt dem ein Ende zu setzen, weil halt Karasuma eben wusste, dass möglicherweise seine Identität halt eben nach außen gelangen könnte. Und das ist halt eben in dieser Form halt auch passiert, wodurch dann eben, wie eben schon angesprochen, halt auch die Silver Bullet vielleicht entstand, eben mit dem Namen Arkai. Das wäre sozusagen halt nochmal neben deinem Argument, was ich, finde ich, aber noch stärker empfinde, halt noch ein weiteres Argument, das halt eben dafür spricht, dass halt eben der Koji Aneda-Fall erst nach diesem Mord bzw. Unfall der Mianos halt eben stattfand.
Und während du das gerade nochmal so wunderbar erklärt hast, ein weiteres Argument gegeben hast, ist mir noch was eingefallen. Und zwar haben sich doch viele Leute gefragt, was wir vorhin angesprochen haben, die Organisation arbeitet immer sehr gewissenhaft, hinterlässt keine Beweise. Und Jin hat ja auch angeprangert, beziehungsweise hat Rum angeprangert, dass er sehr, sehr schlampig gearbeitet hat. Und viele Leute haben gefragt, okay, wenn Rum die Nummer 2 schlampig gearbeitet hat, normalerweise Pisco hat auch schlampig gearbeitet, was ist mit Pisco passiert? Er wurde umgebracht. Er wurde umgebracht, weil er auf dem Foto zu sehen war und man ja auf jeden Fall kein Risiko an sich heranlassen wollte. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt. Wenn der Mianos-Fall davor passiert ist, der Brand, heißt also, dass kurze Zeit, wir haben ja die Bestätigung, dass es wahrscheinlich in demselben Jahr passiert sein muss. Also das wissen wir. Das ist Fakt. Wir wissen bloß nicht genau. Die genaue Verteilung ist halt nicht klar, ob es davor oder danach passiert ist. Da gibt es leider keine genaue Information zu, aber vielleicht hat Gosche das halt auch extra gemacht, um sich da eine Hintertür offen zu lassen bezüglich halt dem weiteren Verlauf des Rum-Arcs. Genau, weil er sich dachte, ja, bald kommen Max und Alex und machen das in einem wunderbaren Podcast. Jetzt aber die Sache, das heißt also, durch diesen Selbstmord, durch diese Explosion, durch diesen Brand, ist ja die ganze Organisation in Zugzwang gewesen. Ja, das heißt also, sie hatten gar keine Zeit, deshalb hat der Max auch gesagt, wurde die Nummer 2 geschickt. Und aus diesem Zugzwang, aus dieser Situation heraus, musste man ja schnell sich Amanda Hughes, die hatte Kontakte zum CIA, FBI, also zur Geheimorganisation, schnell entledigen, genauso wie Koji Aneda. Also ich denke mal, wir sprechen jetzt für uns beide, du kannst ja gerne das bejahen oder verneinen, dass Koji Aneda wurde ja immer als Kollateralschaden eingestuft. Ich sehe das Ganze nicht so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also wie gesagt, nach dem, was wir im ersten Teil dieses Podcasts gesagt haben, in Teil 1, war er ja sozusagen eher das Hauptziel, weil er war ja sozusagen der Verbindungspunkt von Tsutomu, eben um an Amanda ranzukommen, und Amanda diente eigentlich in der Hinsicht nur, um dann eben an das FBI und die CIA halt zu gelangen. Weswegen halt diese Annahme, dass Amanda das Hauptziel Nummer 1 war, ist, denke ich, eher ist eher falsch, sondern der Fokus sollte hier wirklich auch auf Koji Haneda liegen. Ja. Und ich denke, was das Ganze auch nochmal unterstreicht, ist ja auch, dass eben Koji Haneda auch im Manga immer weiter wieder gehighlightet wurde. Wie sich Kuroda an ihn erinnert, wie sich jetzt Rumi letztens an ihn erinnert. Amanda wird aus der ganzen Sache eigentlich rausgenommen, weil halt der Fokus auf jeden Fall auf Koji Haneda liegt und liegen muss. Ja, und jetzt, meine lieben Leute, kommen wir zu der Rätselslösung, zumindest zu einem Ansatz. Es gab eine Dying Message, es gab viele Hinweise, aber eigentlich die Nummer 2 können wir davon ausgehen, dass sie ebenfalls gewissenhaft arbeitet. Aber man kann nur gewissenhaft arbeiten, wenn alles nach Plan läuft. Aber ich denke, wir wissen ja beide, dass Tsutomu, in dem Fall jetzt Kuroda, vor Ort gewesen sein muss. Und ich denke mal, damit hat keiner gerechnet. Und wenn ein Kaliber von all dem Belegen, von dem, was wir wissen, wissen wir, dass der Vater von Shuichi ein extremer Motherfucker ist an der Stelle, ja? Das aber heißt, es ist ein großes Risiko. Und diese unbekannte Variable, mit der keiner gerechnet hat, hat das ganze Koji Haneda-Treffen so ein bisschen, ich sag mal, ausufern lassen. Und mit dieser Begegnung hat keiner gerechnet. Und das wäre einfach noch ein zusätzliches Indiz dafür, dass Rum gar nicht anders hätte agieren können, außer, ich sag mal, jetzt schlampig zu arbeiten. Ja, genau. Und was das Ganze auch nochmal unterstreicht, ist, ich glaube, Koji und Tsutomu waren sich halt auch bewusst, dass die Organisation ihnen auf den Fersen ist. Das unterstreicht halt auch nochmal, dass das Ganze erst nach diesem Miano-Fall passiert ist. Denn wir hatten ja auch dieses eine Gespräch zwischen Koji und Rumi in den Erinnerungen da. Und die Wortwahl, die Koji hier wählt, halt, lässt auf jeden Fall darauf schlussfolgern, dass er auf jeden Fall halt auch schon wusste, dass das eine sehr, sehr gefährliche Situation ist, in der er auch sterben könnte. Ja. Das ist dann auch das, wo Rumi dann auf die Knie fällt und auch sagt, du Idiot, falls ihr mich erinnert. Deswegen, man kann ja sehr klar das Ganze annehmen, dass die beiden auch schon wussten, in was für einer Situation sie sich befinden, in was für einer Gefahr sie sich befinden. Ja. Und das unterstreicht halt auch nochmal, dass das mit dem Mianos davor passiert ist, weil das verschärft natürlich nochmal die Situation eben von Tsutomu und von eben Koji. Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen Fall eingehen, den Max gerade angesprochen hat, wo Rumi Wakase den Flash bekommen hat, haben wir ja gehört, wie Koji Aneda mit seinem Mörder geredet hat. Und ich denke, wir wissen beide, wer der Mörder ist von Koji Aneda, oder? Ja, Rum. Genau, Rum. Und das heißt, weil er ja gesprochen hat und aus dem Informationen, wie er mit ihm gesprochen hat, er hat ja so gesagt, guck mal, mit wem ich hänge, so wer mein Rücken ist, würdest du das würdig tun, würdest du mich würdig töten? Können wir auch davon ausgehen, meiner Meinung nach zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass Koji Aneda auch einen Bezug zu Rum hatte. Also ich denke mal, dass Rum jetzt komplett kein Unbekannter für Koji Aneda ist.
Ja, das sowieso nicht, weil er war ja auf jeden Fall eben nach dieser Theorie mit Tsutomu sozusagen ja auch verbündet halt in der ganzen Angelegenheit. Und er war ja sozusagen nur auch mit involviert in das Ganze, weil Amanda ja ein riesiger Fan von ihm war. Dass das Ganze ja so halt eben dann zustande kam, um halt eben so über Amanda an CIA und FBI zu kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Dinge halt da ein wenig anders. Hau raus. Und zwar, das habe ich auch häufig auch mal gelesen, dass halt dieses Gespräch sozusagen, was wir in Rumis Erinnerungen halt sehen, dass das ein Gespräch zwischen Koji und halt seinem Mörder ist, also Rum. Ich glaube mal wirklich, dass das eher ein Gespräch war, was halt während diesem Kaffeeklatsch, sage ich mal, stattfand. Das ist ja diese Anspielung mit diesem Shogi-Stein war das ja auch, ne? Und dann sagt er auch, sagst du, dass du mich irgendwie töten willst? Irgendwie sowas sagt er doch. Ich Ja, der weiß den sagt dann genauen. irgendwie, oh, wie war denn das mit dem Shogi-Stein, dass der Springer irgendwie oder der Springer, obwohl der Springer ist in eurem Feld positioniert oder sowas? Genau, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, viele Leute haben halt da angenommen, dass er sozusagen da mit seinem Mörder spricht. Ich glaube aber, wie gesagt, dass es das eher während diesem Kaffeeklatsch stattfand, weil die halt eben schon wussten, dass auf jeden Fall die Organisation denen auf der Fährte ist und die umbringen will. Und ich glaube, dass dieses Gespräch, was jetzt hier auch eben halt in Rumis Erinnerung sozusagen halt aufkam, halt dann halt bevor Rum sozusagen da war, stattgefunden hat. Okay. Dass Koji das Ganze halt, wie gesagt, halt auch schon ein bisschen vorgeahnt hat. Das würde ja einfach Sinn machen, auf jeden Fall an der Stelle halt eben mit den Gedanken, die wir eben schon erläutert haben. Wie gesagt, aber das ist halt meine Auffassung, meine Meinung. Wir haben hier keine genaue Beweislage oder sowas, sondern das ist halt dann reine Spekulation. Nur ich kann mir das in diesem ganzen Aspekt vor allem halt auch mit der Reaktion von Rumi und halt eben, dass sie ihn ja auch genauso vor Augen hat, als würde er genau vor ihr stehen, kann ich mir das halt nicht vorstellen, weil du gehst ja auch davon aus, dass sie nicht rum ist. Und Ja, definitiv, ich ne. glaube ja kaum, dass sie neben rum steht und rum bringt dann Koji um, weißt du, das ist Ja. in der Hinsicht nicht vorstellen. Aber wie gesagt, reine Spekulationsgrundlage und ich glaube, das machen wir besser auch zu, sonst eskalieren wir hier noch wieder komplett. Und da seht ihr, guck mal, das ist das Schöne, was ich jetzt auch in diesem Podcast so ein bisschen herbeigesehnt habe. Ihr habt gesehen, so, Max und ich haben geredet, das war jetzt ein sehr, sehr homogenes Gespräch, aber trotzdem gibt es Punkte, wo es halt einfach verschiedene Gedankengänge gibt. Und das ist auch richtig gut, so muss es eigentlich auch sein. Und was ich auch nochmal sagen wollte, wie Max ja auch gesagt hat, Koji hat das so ein bisschen predicted, war? Hast du ja gesagt, dass es dann darauf kommt. Und das ist ja auch Fakt, so, war? Weil wir wissen ja, als Shogi-Spieler muss man ja manchmal so ein paar Sachen predicten, die Züge deines Gegners voraussehen Genau, du und musst auch das deine eigenen Züge vorausplanen. die eigenen Züge, das hat ja schon so ein bisschen berechnend gewirkt und an der Stelle, was Max auch nochmal angesprochen hat, möchte ich definitiv zumindest für mich sagen, Max sieht es wahrscheinlich genauso, ich sage jetzt wirklich ein für alle Mal, meine lieben Leute, es gibt aus meiner Sicht, für meine eigene Meinung, ist es so, dass Rumi definitiv nicht rum ist, weil einfach viel zu viel dagegen spricht. Gerade mit diesem Gespräch, es macht gar keinen Sinn, ja, Ja. dass quasi Rumi, also angeblich der Mörder, wenn ihr jetzt sagt, dass Rumi rum ist, mit Koji gesprochen hat, dann aber so, oh, warum habe ich das getan? Blöd, Mann, das macht keinen Sinn. So, das widerspricht sich vorne und hinten. Und ich würde sagen, das Da kann ist ich dir so. nur zustimmen. Also ich sehe es auch häufig auch nochmal bei dir in den Kommentarsektionen und generell überall, dass Rumi, sie wird ja auch wirklich in den letzten Fällen, jetzt auch in der Anime-Episode wieder, immer so ins Licht gerückt, ja, immer so verdächtig nochmal dargestellt. Aber eigentlich diese Grundfakten, wenn man sich die alle nochmal anschaut, kann man eigentlich wirklich zu 90, 95% davon ausgehen, dass es sich bei ihr nicht um Rum handeln wird. Wer sich da immer noch nicht so 100% sicher ist, kann sich auf jeden Fall das alte Video von dir angucken. Du hast ja mal ein Video gemacht, darum ist Rumi nicht rum. Allein da ging es ja schon, das war, glaube ich, die Verbindung mit Rumi und Conan, oder ich kann mich nicht mehr genau entsinnen. Allein dieser Aspekt ist schon ein sehr schwerwiegendes Argument dagegen. Aber wenn jetzt trotzdem immer noch Leute, also schaut euch wirklich nochmal das komplette um Rumi an, ja, die einzelnen Fälle, ihr könnt ja euer Conan-Wiki aufmachen im Internet, keine Werbung natürlich an der Stelle, klickt euch zum Charakter durch, guckt euch die ganzen Auftritte an, lest euch die Kapitel nochmal durch. Wenn ihr wirklich euch ein komplettes Bild um diesen Charakter macht, dann könnt ihr wirklich eigentlich zu 90, 95% ausschließen, dass es sich bei ihr um Rum handelt. Wie gesagt, diese 5% lasse ich immer noch offen, weil es ist fucking Gusho, also dem fällt immer noch was ein, um irgendwie dann da noch was wieder zurechtzubiegen. Aber wie gesagt, also eigentlich kann man mittlerweile davon ausgehen, dass es sich bei ihr nicht um Rum handeln wird.
Wie gesagt, schaut euch das nochmal an, macht euch euer eigenes Bild, das ist eh immer das Wichtigste, ja. Ja. Wir labern hier auch wieder viel rum, aber wir sind jetzt auch keine Experten, wir sind keine Detective Conan-Experten an der Ja, Stelle, ja, ja, ja. sondern wir sind eigentlich auch nur genau wie ihr da draußen, einfach Leute, die darüber labern, unsere eigenen Gedanken halt hier dann halt preisgeben und die mit euch teilen. Aber wie gesagt, es ist immer wichtig, dass ihr euch eure eigene Meinung bildet, eure Ganz eigenen wichtig. Gedankenansätze anknüpft und Ja. das Ganze hier soll ja auch ein bisschen so als Vorlage auch dazu dienen, dass man sich vielleicht auch mal selber damit auseinandersetzt, auch man natürlich auch unsere Sachen auch mal in Frage stellt. Das finde ich immer super, wenn irgendwem ein Fehler auffällt, oder halt einfach ein besserer Gedankengang oder wie man das Ganze anders machen kann. Das ist sozusagen auch immer dieses Kernelement und das, worauf ich immer Bock habe, wenn das ganze Ding ja online geht und man dann so ein bisschen in die Kommentare geht, einfach mal zu sehen, was die anderen dazu sagen, ja, was ihr da draußen dazu sagt. Das ist immer so das Highlight an der ganzen Sache, nochmal so am Ende hier gesagt. Boah, schön gesagt. Ich möchte noch ganz kurz ergänzen. Ich kann, Max, würde ich nur von ganz zustimmen. Guck mal, Leute, nur weil wir jetzt hier Videos machen, heißt es auch nicht, dass unsere Meinung die einzig richtige ist. Um Gottes Willen, wir sind genauso wie ihr. Macht euch euer eigenes Bild und ich sage ganz ehrlich, solange etwas zu 100% nicht ausgeschlossen ist, ja, und ihr für euch halbwegs einen plausiblen Gedankengang habt, glaubt an eure Theorie, ja, wir machen nichts anderes. Wir probieren das natürlich immer mit ein paar Belegen, Beweisen in so ein gutes Gerüst einzubauen, ja, aber im Endeffekt ist das so. Der Podcast soll zum Nachdenken anregen. Schreibt mal gerne konstruktive Kritik in die Kommentare, schreibt euren Gedankengang rein, ja. Was denkt ihr, wo hat es vielleicht so ein bisschen gehakt? Wo seht ihr das vielleicht genauso, weil alles stimmig war? Unserer Meinung schon, sonst hätten wir den Podcast ja nicht gemacht. Und ihr habt gesehen, selbst Max und ich sind ab und zu mal nicht anderer Meinung, wir haben bloß eine andere Sicht auf die Sache und das ist genau das, worauf es eigentlich ankommt, ja. Dass man Genau. manchmal was in Frage stellt, jeder hat eine andere Perspektive auf Sachen, jeder hat einen anderen Informationszuwachs. Aber ganz ehrlich, informiert euch, glaubt nicht alles, was wir euch erzählen, um Gottes Willen. Ja, ihr könnt schon davon ausgehen, dass vieles richtig ist, stimmt, ja, weil es halt mit Fakten und Belegen belegt ist. Aber es stimmt nicht alles. Das ist immer noch eine Theorie. Wir befinden uns im Kosmos im Bereich des Möglichen. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, Max, dass du wieder hier warst. Ich fand, der Podcast war richtig geil. Hat Hat richtig Spaß Bock gemacht, gemacht. War ordentlich gehypt. Und ihr seht auch, dass ab und zu mal neue Gedankengang in einem Podcast kommen. Gerade wenn der andere so eine gute Vorlage liefert. Ich bin für meinen Teil raus. Wie gesagt, die letzten Worte gehören wie immer dir, Max. Haben mich auf jeden Fall gefreut. Kuss auf dein Auge und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, mich auch wie immer gefreut. Hat mega viel Spaß gemacht, heute wieder über dieses Thema zu reden. Und jetzt interessiert mich natürlich auch nochmal draußen die Leute eure Meinung. Was haltet ihr für wahrscheinlicher? Ja, es war mir auf jeden Fall wieder eine große Ehre, mit dabei zu sein. Hat wieder mega viel Spaß gemacht. Und ich denke mal, die beiden Theorie-Blickwinkel, die wir heute besprochen haben, waren auch recht geil auf jeden Fall. Jetzt stellt sich natürlich für mich auf jeden Fall die Frage, Leute, ihr da draußen, welchen Theoriengang findet ihr persönlich realistischer? Ich meine, im Kern, es gibt viele Überschneidungen innerhalb dieser Theorien, ja, was auf jeden Fall auch dafür spricht, dass auf jeden Fall Wahrheit darin liegt. Also was findet ihr wahrscheinlich ja erst, dass der Co-Geneda-Fall vor dem Mihanovrat stattfand oder halt eben der Mihanovrat vor dem Co-Geneda-Fall? Wie gesagt, wir haben ja hier argumentativ beides unterstrichen, dass es für beides Pros, für beides auch Kontras halt eben gibt. Aber wie gesagt, auch viele Überschneidungen, auf jeden Fall eine spannende Sache, eine spannende Angelegenheit. Und ja, haut auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, auf welcher Seite ihr da steht. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch von meiner Stelle. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Sebastian, nochmal Kuss auf jeden Fall auf deine Augen für Kurs. diesen Kuroda-Einfall. Der war wirklich. Also da habe ich nichts mehr so zu sagen. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Oder willst du noch was sagen? Ja, ich möchte an der Stelle nochmal highlighten. Seth, du wirst das eh bis zum Ende angucken, wa? Ja, macht er eh. Ich sag euch, Leute, wir haben noch einen so großen Podcast geplant und ich schwöre auf Gott, wenn es den Tag geben wird und der Tag wird kommen, ja, der wird noch vor dem Tag des jüngsten Gerichts kommen, dass Seth, Max und ich gemeinsam 5 Stunden Zeit haben. Wir werden nochmal einen Anokata-Podcast vom Feinsten herzaubern. Auch auf der Idee, auf dem, was Seth gesehen hat. Und ich sage, Schokyzel, mehr sage ich dazu Das nicht. wird rasieren, auf jeden Fall. Das wird ein gottesfürchtiges Video. Darauf könnt ihr euch da draußen auf jeden Fall freuen, wenn es irgendwann mal zustande kommt. Ich schwör's dir, ich will gar nicht wissen, wie lange wir das schon anteasen. Das Ja, ist. scheiße. Aber wenn das, wenn kommt, dann kommt. Aber richtig, Leute. Das ist Auf. schlimmer als eine Bleach-Fortsetzung, glaube ich, wie wir ja das versuchen Wir auszuteasen. probieren es noch vor der vor dem Rum-Reveal bekannt zu machen, ja, oder den Ja. aufzunehmen. Das schaffen wir auf jeden Fall irgendwie.
Aber dann würde ich sagen, Leute, ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie lange das Ding jetzt hier schon wieder ging. Wir sind auf jeden Fall seit Ewigkeiten am Labern, aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und da würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut, bis dann und ciao.